We are the farmers. I just wanna be happy, happy tonight. Moin Henning! Moin! Spontaner Besuch heute in Fitzen. Durch Corona ist das Reisen innerhalb von Deutschland immer attraktiver. Ja. Ihr kommt eigentlich aus Hannover. Genau. Wo seid ihr hin unterwegs? Ja, wir sind im Grunde schon auf dem Rückweg. Also unser höchster Punkt war Röme, war echt geil auf dem Strand zu fahren. Gleich am ersten Tag wieder rausgezogen, naja, Unimark verpflichtet. Ne? Ja, und jetzt sind wir von Plön gerade auf dem Weg zum Lanzersee, bei euch um die Ecke. Genau, Lanzersee ist ein sehr schöner Campingplatz hier bei uns in der Nähe. Da bietet sich das natürlich an, hier mal mit dem Unimog vorbeizukommen. Röme ist so mit der dichteste Autostrand bei uns in der Nähe, wo man mit dem Fahrzeug direkt an den Strand fahren kann, ne? Ja, St. Peter natürlich geht auch, St. Peter-Ording, ja. Da waren wir vorher noch, das geht auch, aber das ist doch stark reglementiert, kostet auch 14 Euro erstmal zur Probe. Röme, ja, gleich über die Grenze Tondern und dann links rüber nach Röme, da ist alles kostenfrei und da geht die Post ab am Strand, da ist viel los. Schön, lass uns doch mal deinen Unimog angucken. Aber gern. Ah, Getränkehalter sehe ich hier. Ja, das ist natürlich Pflicht, sobald da natürlich Kaffee drin ist, ne? Ja, top. Wie bist du auf den Getränkehalter gekommen, beziehungsweise wo kommt der her? Der war tatsächlich schon eingebaut. Mein Vorbesitzer, also der Vorbesitzer, Schildung, der André, ich muss dich grüßen an der Stelle, der hat die ganze Arbeit geleistet, hat schon sehr viel reingesteckt und ich weiß nicht, wo er sie gefunden hat, war für ihn aber auch Pflicht. Es ist ein Mercedes-Benz Original-Ersatzteil, was vom U5000 stammt. Eine echt super Sache hier einzubauen, weil er viel größer ist als die normalen Fächer. Ja, lass uns weiter gucken. Die Reifen, wir fahren ja auf unserem Unimog die Michelin XZL. Die hier, die sind schon ein ganzes Stück kleiner. Ja, Pirelli Pista. Bist du zufrieden mit den Reifen? Ehrlich gesagt, ja, aber ich habe ja noch keinen Vergleich. Ne? Du stehst ja auf Michelin, aber haben wir gleich gesehen, deine sind größer. Ne? Wie schnell fährt er denn? Also er würde 90-95 fahren, tatsächlich, aber das geht nicht. Vor allem nicht mit einem kleinen Kind. Also ich fahre so um die 75. So. Okay. Wie viel Motordrehzahl hast du ungefähr bei deinen 75? 2.500. Okay. So. Ja, da sind wir mit den doch viel größeren Michelins. Man sieht das hier, der direkte Vergleich nebeneinander. Links der Radkasten ist so drei Viertel ausgefüllt und rechts, da ist wirklich der ganze Radkasten ausgefüllt. Das ist dieselbe Felge. Allerdings muss man dazu sagen, für diese Reifen gibt es auf der Felge momentan keine Freigabe von Mercedes, was recht schade ist. Okay. Also ist so auf die Schnelle nicht eintragungsfähig. Wie viele Tage seid ihr denn jetzt insgesamt im Unimog unterwegs? Also am Ende in Summe 14 Tage. Also am Sonntag endet unsere Reise und dann waren wir 14 Tage unterwegs. Da muss man sich ja schon ganz schön vorbereiten mit drei Leuten in dem Koffer. Wie geht denn so eine Planung los? Ja, also wir haben es tatsächlich diesmal so gemacht, dass wir nicht irgendwie an einem Freitag schnell gepackt haben und los sind, sondern für 14 Tage muss man tatsächlich auch mal, mal eine Liste sich schreiben, eine Packliste machen, eine Checkliste auch für den Unimog. Also wir haben am Freitag noch kurz gearbeitet, dann Samstag, Sonntag in Ruhe alles nach Checkliste beladen, ja, und dann sind wir Montag. Worauf achtest du beim Unimog, bevor du losfährst? Ich habe vorher noch die Öle kontrolliert, teilweise noch gewechselt, Filter, also überall da, wo man jetzt schnell mal rankommt. Natürlich Treibstoffe müssen voll sein, auch von der Heizung, die ich noch im Container habe. Reifendruck, so, also das ist, was man so mit schnell zwei, drei Handgriffen machen kann. Wie viel Bar fährst du? Ich fahre 3,5. Genau, wir auch, circa 3 Bar bei Michelin. Hast du in Röme Luft abgelassen am Strand? Nee, musste ich nicht. Das ist gut. Es dauert halt lange, man hat nicht so Lust zu, man muss es halt auch wieder aufpumpen. Es ist wohl besser und man fährt dann auch schöner, aber es geht halt auch ohne. Ja, es geht ohne. Ich habe vorher mich nochmal eingelesen, die sagen ja, dass du bis zu 50% rauslassen kannst. Dann natürlich nicht vergessen, wenn du am Ende wieder losfährst, ne? Aber hast recht, das ist natürlich georgelt. Ne? Zwischen Koffer und Bordwand ist halt immer noch ein bisschen Platz. Das ist hier der klassische Zeppelin-Container. Daneben bei uns drauf auch der Zeppelin-Container. So, die Unterschiede sind, dass hier schon ein bisschen was dran gebaut. Oh, der wurde verschönert, ist ein Fenster drin. Sonst hier bei mir auf der linken Seite, das einzigste Fenster ist hinten in der Tür. Das ist eine recht dunkle Kiste. Dieses kleine Bullauge da hinten haben wir denn. Gucken wir mal erstmal bei uns in Shelter rein. Ist ja gemütlich, ne? Ja, also wir haben hier unsere Klappcouch drin. Dahinter haben wir den originalen Sicherungskasten. Und dahinter dieser weiße Koffer ist die Standheizung. Wie viel ist bei euch davon noch drin? Die grüne Farbe. Okay.
Dann lass uns doch gleich mal bei dir reingucken. Hier ist es ja nicht so spektakulär. Ja, hier haben wir die Autoanhängekupplung. Die ist für den Fahrrad, fürs Fahrrad, falls man abends zu viel getrunken hat, damit man mit dem Fahrrad zum Unimog fährt. Das ist eigentlich angesprochen worden, ob das ein Scherz sein soll. Weil so eine Militärkampfmaschine und dann so ein Pukifahrer dran. Da haben die Leute gedacht, das wäre ein Spaß. Aber es ist wichtig, dass alle an Bord glücklich sind. Oha, der ist ja komplett ausgebaut. Du, ich kann Licht anmachen drin. Das, ja, mach das doch bitte. Ja, ich versuche mal hier ohne Leiter reinzukommen. Oh, das Fahrrad ist auch eine Aufstiegshilfe. Ja, na klar. Der Hammer. Na klar. Okay, das müssen wir uns mal genauer angucken hier drin. Sorry, ich habe keine Zeit mehr zum Aufräumen gehabt, war ganz spontan, weißt du ja. Ne? Sehr spontan. Aber du hast ja alles, was man so braucht. Ja. Wir haben hier jetzt so ein bisschen Kochinsel mit Gasherd. Genau. Schön Kompressorkühlschrank, 24 Volt. Mhm. So noch Soundanlage. Hier unten ist mein Gas drin. Ja, hier ist Schrank halt, ne? Satellitenanlage für oben. Wir haben hier müssen unbedingt auch nach oben gucken gleich. Ordentlich einen Sicherungskasten. Ja, das ist meine Zentralelektrik hier. Hier drunter sind die dicken Batterien und der Wechselrichter. Was für Batterien hast du drin? Das sind Gelbatterien, 230 Amperestunden. Ja, da läuft ein Lüfter vor zur Kühlung? Richtig. Ich habe hier eine Temperaturmessung und die sagt, es ist zu warm. Hast du den Ausbau selber gemacht? Also der, ich sage jetzt mal, der Holzausbau, der war gemacht von dem Vorbesitzer. Aber wir mussten ihm dadurch, dass jegliche Technik fehlte, im Grunde nochmal fast alles nochmal abschrauben und überall die Kabel hinterlegen und ja, alles nochmal angefasst. Aber so vom Prinzip ist es das, wie der andere das damals mal so entwickelt hatte. Ja, also wenn man jetzt hier so drin sitzt, der Unimog wirkt viel größer als bei uns dieser stumpfe leere Koffer. Und zum Beispiel hier rechts ist jetzt auch noch eine Tür, was eigentlich nicht hier reingehört. Was aber auch ein großer Vorteil von diesen Zeppelin-Containern ist, man hat bei den Seitenwänden sehr viel freie, man kann überall Löcher reinschneiden und da ist kein Gerippe hinter, also kein Stahlgerippe. Das ist der große Vorteil zwischen Zeppelin und Dornier. Genau. Also es gibt de facto einen Träger, der geht genau an der Tür lang, geht hier einmal oben lang. Also das ist auf der Hälfte einmal ein Träger, das war's. Ansonsten hat man viel Spielraum, wie du sagst. Genau, und man sieht es halt auch, der Dornier-Container ist von außen genietet, weil da halt so ein Gitter, ein Stahlträgergitter, dadurch ist die Isolierung auch nicht so gut wie hier. Hier haben wir weniger Wärmebrücken drin in dem Zeppelin. Das stimmt. Hier haben wir das Fenster eben gerade von außen schon gesehen. Echt schön gemacht, hier unter eine Kabelleiste langgelegt, dass hier auch eine Steckdose ist. Mhm. Und hier hinten noch ganz gut Stauraum. Dachklimaanlage? Genau. Dachklimaanlage, genau. Die könnte rein theoretisch über die Batterie mit versorgt werden. Ich habe einen 3 kW Wechselrichter drin, also. Aber naja, 230 Amperestunden kannst du ungefähr ausrechnen, wie lange die ohne Landstrom funktionieren würde. Hat der Koffer, ist der mit dem Fahrzeug verbunden vor Elektrizität? Nee, ich könnte den Koffer autark abstellen und das Fahrzeug drunter wegfahren. Also das Fahrzeug lädt auch nicht beim Fahren den Koffer mit? Von der Stromversorgung. Okay, entschuldige. Also es gibt eine Verbindung und zwar habe ich die Starter und die Servicebatterien über ein intelligentes Relais verbunden. Das heißt, wenn beim Fahren vorne voll ist, dann lade ich meine Servicebatterien mit. Also diesen Stecker müsste ich abziehen, ja. Dann, okay. Dann kann ich ihn runterpacken und dann der Rest ist autark. Das geht. Das ist nämlich das, wo man ja Angst hat, man ist das Wochenende unterwegs und dann springt der Unimog nicht mehr an. Das darf ja nicht passieren und das umgehst du halt durch dein intelligentes Relais. Ganz genau, das in beide Richtungen. Wenn ich stehe, also beim Fahren macht es die Lichtmaschine, wenn ich stehe, habe ich auch oben 300 Watt Panel drauf und einen Victron Energy Laderegler, sage ich mal. Und wenn der merkt, dass hier voll ist, dann geht der Schalter zu und dann wird vorne mitgeladen. Ja. Also das ist ganz gut. Wie machst du das mit der Sicherheit? Du bist auch recht zügig hier über die Koppel gefahren. Hast du gar keine Angst, dass hier was rausfällt oder runterfällt? Doch, habe ich. Aber das ist immer ein gutes Zeichen, wenn was rausfällt, weil dann weiß ich, da ist noch was nachzubereiten. Man ist ja, es ist ja vieles so auf eigenem Mist gewachsen und muss noch einiges schon noch fester machen, anders machen. Doch, das passiert, aber das findest du ja nur dann raus, wenn du auch ein bisschen zügiger fährst. Wenn man hier drin jetzt schläft, einmal kurz in der Theorie, wer schläft denn wo? Man kann es nicht gleich sehen, aber wir sind ja mit zwei Erwachsenen, ein Kind und ein Fellkind unterwegs. Die haben hier alle Platz drin. Dieses Sofa, das Tagessofa, sieht am Abend so aus, dass diese Rückwand, dahinter ist noch ein, wie heißt es denn jetzt, wo die Matratzen drauf liegen? Lattenrost, mein Gott. Genau, das wird dann so genommen und hier nebengepackt und dann hast du so 1,40 Meter, hier klappt man noch was hoch, dann hast du eine Auflage, hast du 1,40 Meter für die Erwachsenen. Und was für eine Länge haben wir in der Breite? Außen sind wir ja bei 2,05 Meter, innen haben wir dann 1,95 Meter, glaube ich, oder 1,90 ungefähr. Mit 1,80 geht es gerade. Also für dich reicht es, für mich nicht mehr. Nee, du kannst das so nicht bringen. Und die Lütte muss ja auch noch irgendwo pennen. Und wenn das dann hier liegt, dann haben wir da so zwei Hülsen,
Wandhülsen, da stecken dann diese beiden Rohre drin. Die werden hier aufgelegt und dann ist hier praktisch ein Feldbett. Das war mein Feldbett. Und da liegt die Lütte dann auf einem Feldbett. Und dann ziehen wir hier schön den Schlafvorhang vor und dann kann jeder pennen. Also das geht, man braucht Fantasie, aber das geht. Und der Hund dann davor? Der Hund geht dann einfach unter unser Bett. Ja, top. Also das geht. Hier, wenn man 14 Tage mit drei Leuten unterwegs ist, ja, man sieht gar nicht, dass hier so viel drin ist. Die ganzen Schubladen, jeder Hohlraum ist genutzt, Schränke ja, darunter, nach vorne geht es auch noch ein paar Zentimeter weiter. Ja. Und wir können hier auch ganz entspannt, also hier kann man auch entspannt mit zwei, drei Leuten sitzen, ja, sich unterhalten, Bier trinken. Das geht. Kochen. Wie macht ihr das mit der Abluft von der Küche? Ihr macht die Tür daneben auf. Die Tür auf. Ja. Also im Grunde spielt sich ja vieles draußen ab, das soll es auch unter der Markise. Aber wenn das Wetter nicht mitspielt, dann kann man hier sicherlich kochen, aber dann kommt die Tür auf und dann geht die Wärme raus. Ja. Lass uns nochmal auf den Unimo gucken. Ja. Hast du ihn denn jetzt mal gewogen? Nee, aber ich muss es auch mal machen. Ich arbeite in einem Betrieb, wo wir auch eine Eingangswaage haben. Mhm. Ich muss unbedingt mal drauf. Ich schätze 6,5 Tonnen. Schätze ich. Wenn das wirklich so ist, Leergewicht ist ein bisschen über 5,5. Dann kommt der Koffer mit 700 dazu und dann ein bisschen. Irgendwie kommst du mit 6,5 nicht hin. Dann bin ich gleich schon bei 7. Aber das ist auch nur eine Hoffnung. Aber wir bleiben unter den 7,5 Tonnen mit einem voll ausgebauten Shelter hinten drauf. Da braucht man keine Angst haben, dass man da überladen fährt. Nee, das finde ich auch. Du steigst übers Dach so über die Motorhaube? Ja, ganz genau. Habe ich auch so mal so gehört vom Vorbesitzer, das sage ich auch einfach mal so. Das ist ein Auto zum Draufklettern. Also es ist nicht wie bei seinem besten Stück, was man zu Hause in der Garage hat. Uniwalks sind zum Draufklettern da. Und deswegen gehen wir hier über die Motorhaube. Ja. Oh Mann, das hat mit dem originalen Shelter nicht viel zu tun, was wir hier sehen. Da drüben ist das normale Dach, es ist einfach grün, da haben wir dann noch den Ausgang von der Standheizung, von der Dieselstandheizung. Aber wenn man jetzt sich den E von innen so ausbaut, eine Dieselstandheizung, wäre das da überhaupt attraktiv? Ja, also auf jeden Fall nicht Bundeswehrmotel, das ist nicht attraktiv, weil die meines Erachtens viel zu viel Platz weg. Ich habe ja eine Standheizung da drin, eine Tuma, 5 kW, die könnte einen doppelt so großen Container beheizen. Und das ist auch eine Dieselheizung. Also ich würde es auch wieder so machen, weil Diesel habe ich dabei. Ja, also. Aber generell, wenn man so platzsparend arbeitet, die Bundeswehr-Standheizung ist nicht mehr ganz Stand der Technik. Ja, ne? Nee. Ich weiß auch, die wird doch bestimmt auch räuchern, wenn die lange gestanden hat, oder? Ich weiß das nicht. Ich habe die noch nie benutzt. Der Shelter ist so gut isoliert, wenn ich da mit meiner Freundin drin schlafe, durch die Eigenwärme, wenn man um die 0 Grad draußen hat, reicht es immer noch drin. Es ist nur morgens angenehm, wenn man dann mal rausgeht und dann wieder reinkommt und die Tür offen ist. Hat dein Unimuck ein Haargutachten? Ja, hat er, aber habe ich nicht bei mir. Aber hat er, ja. Das ist ja irrelevant, aber wenn man das hier so sieht, das ist jetzt irgendwie nicht Baujahr Mitte der 80er, das sind nämlich so die Auflagen. Am Fahrzeug dürfen nur Sachen verbaut werden, die aus dem Baujahr des Fahrzeugs kommen. Ja. Aber zufällig ist dieser Koffer ja gar nicht Unimog, sondern es ist eine Ladung. Genau, es ist Beladung. Und deswegen stört es keinen. Genau, es ist Beladung. Du darfst so zum TÜV fahren und er darf dir nicht das Haarabnahme verweigern, weil das ist Beladung. Das ist der große Vorteil bei diesen Sheltern. Sie sind vielleicht von der Raumausnutzung mit ihren Außenmaßen jetzt nicht perfekt, aber man kann sie so designen, wie man möchte. Ja. Sonst ist man da beim Aufbau, wenn man ein Haargutachten haben möchte, doch recht beschränkt. Und Vorteile vom Haargutachten, 191 Euro Steuern, günstigere Versicherung und nicht von Dieselfahrverboten betroffen. Ganz genau. Was hast du hier oben alles auf dem Dach? Na ja, haben wir drin schon gesehen, ne? Die Klimaanlage. Also ich glaube, die Sommer werden immer heißer. Das ist schon angebracht, vor allem wenn du mit mehreren Leuten drin schläfst. Du hast natürlich sofort gesehen, das ganze Dach ist weiß. Mhm. Das macht super viel aus, wenn der in der Sonne steht und nicht mehr bestrahlt wird und dunkel ist. Deswegen habe ich das Dach erstmal geweißt. Das macht eine ganze Menge aus. Naja, was habe ich drauf? Die Aluminiumboxen als Transportkisten. 300 Watt Panel. Es ist schon klein, also sieht zwar groß aus, aber schon untere Grenze. Es müsste eigentlich noch größer sein. Ich habe dort zwei LTE-Antennen drauf, hinten eine WLAN-Catch-Antenne drauf. Das heißt, wenn du meine. Bitte einmal kurz für den Bauern, was ist eine LTE-Antenne? Naja, also dass ich ganz normal mein Handy empfangen, quasi mein Internet unterwegs über die LTE-Antenne empfangen kann. So und schließt Handy. Du denn dein Handy an ein Kabel an? Oder? Nee, ich mache mein eigenes WLAN auf. Ach so, okay. Ja, und ich schließe mich dann mit meinem Handy an dieses Netz an. Okay. Und hat mein Bruder alles gemacht, der ist so IT-bewandert, mit dem haben wir das zusammen entworfen. Und wenn dann eben dein LTE, das ist eine Prepaid-Geschichte, wenn das dann aufgebraucht ist, dann kannst du mit der weißen Antenne noch ganz gut was machen. Die stellst du auf, das nennt sich WLAN-Catch-Antenne. Die kann bis zu 1 Kilometer weit WLANs entdecken. Und wenn die dann offen sind, so bei McDonald's und so,
zack, wählst du dich ein und dann hast du, machst du dein neues WLAN auf und dann bist du im Internet. Also das ist eine ganz coole Geschichte, ist marinetauglich. Das ist also, deswegen ist das alles so in Edelstahl und so, das kann gammelt halt nicht. Ne? Naja, und wenn es mal eine Woche regnet, dann kann man vielleicht mal auf Satellitenfernsehen übergehen. Ne? Ja, es sieht echt gut aus und so ein kleiner Tipp, weißes Dach bringt verdammt viel Isolierung. Also das ist hier, das kann man immer machen, das Dach weiß anstreichen, weil wer guckt von oben auf deinen Unimog? Von unten habe ich nichts gesehen davon, also das kann man gut und gerne machen. Ja. Fahrerkabine würde ich von abraten. Ja, nee, die bleibt so, aber da bist du dann auch schnell, na gut, kannst du immer noch als Rettungswagen. Aber auch hier die große Dachluke, das war so früher MG-Geschütz, ja. Jetzt super schönes Klima für den Beifahrer. Fahrt ihr auf der Straße offen? Ja. Das machen wir. Also der Bundeswehr-Unimog als halbes Cabrio. Ja. Was hast du in den Kisten oben drauf? Wie sortierst du dich? Die sind jetzt ganz zum Schluss drauf gekommen. Da haben wir noch nicht wirklich System, aber da sind dann auch für den Hund Sachen drin. Oder hier Werkzeug ist hier drin. Dann haben wir Regensachen, so was man vielleicht hoffentlich im Urlaub nicht braucht, ist da drin. Also alles, was man nicht so gleich braucht. Ja, genau. Alles, was nicht im täglichen Leben ist, das kommt halt aufs Dach. Immer weg. Ja, genau. So ist der Plan im Moment. Aber Achtung, ne, der Schwerpunkt geht natürlich nach oben. Du musst eh aufpassen, was du nach oben packst. Ne? Definitiv. Ja. Deshalb lieber mehr nach unten statt nach oben. Ja. Hast du unten was drunter gebaut mit Koffern oder Staukästen? Nee, ist alles original. Okay. Ja. Da geht es halt auch wieder um die Haargutachten-Geschichte. Ja. Ja. Dann haben wir die Fahrerkabine über Kopf. Vom Sitzen her kann man 3-4 Stunden, was ist denn so die längste Fahrzeit? Ihr habt ja immer Etappen gehabt. Ja, also wir waren so 2-2,5 Stunden war das längste, dann hat man wieder ein neues Ziel, so, das geht. Aber schöner wäre, aber wieder, Achtung, Haarkennzeichen, wäre natürlich ein schöner LKW-Fahrersitz. So, da könnten, also viele TÜV-Prüfer könnten da vielleicht noch ein Auge zudrücken, eventuell. Ja, vielleicht. Ja. Aber das Risiko ist natürlich da, dass einem dadurch die Haarabnahme verneint wird oder abgenommen wird beim nächsten TÜV. Das stimmt. Und ich bin extrem vorsichtig. Ich musste meine LED-Lampen vorne abknipsen, die da aus diesen Tarnluken da rausgucken. Die musste ich abknipsen, sonst... Lass uns das einmal unten weiter besprechen. Okay. Ja, zur Optik von außen hast du auch ein bisschen was gemacht. Man sieht es nicht auf den ersten Blick. Aber hier vorne sind so kleine LED-Lampen mit drin. Die nutzt du als Tagfahrlicht. Genau. Genau, die sind immer an. Aber das war, ich hatte es eben schon mal versucht noch zu sagen, das war schon das erste Mal Problem beim TÜV. Die musste ich beim ersten Mal TÜV gleich mit dem Seitenschneider durchtrennen. Jetzt habe ich einen Stecker drin, sonst wäre schon problematisch geworden. Aber diese Gitter hier, die gibt es natürlich auch vom Unimog Team Fitzen. Diese Gitter hier sind mit 4 Schrauben befestigt und die Löcher sind auch schon da. Das heißt, es ist was Originales. Ja. Genau. Was mich jetzt fragt, du hast einen geschlossenen Kühlergrill. Ja. Und ich habe einen geöffneten Kühlergrill. Habe ich vorhin auch schon gesehen. Weißt du den Unterschied? Nee, weiß ich nicht. Dieser Kühlergrill gehört zum OM366, der aus den 90ern kommt, zur Euro 1, weil das soll die Geräuschkulisse des Motors eindämmen. Ah, okay. Was hast du hier für Kissen seitlich am? Ach, das ist, ich nutze die Flachten, ich könnte ja ohne fahren. Dahinter sind meine Sitze, meine Sessel. Also die Gartenstühle. Gartenstühle und Hocker, das klemme ich hier alles hinter, das kriege ich alles nicht weg. Das ist top. So, das war unser kurzer Kurzvorstellung. Unimog U1311 Vergleich. Einmal so, wie sie von der Bundeswehr kommen und dann einmal so, wie man sie umbauen kann. Eine sehr schöne Sache. Freut mich, dass es dir gefällt. Ja, die Reifen gefallen mir nicht so. Da ich bin ein großer Michelin-Fan. Man kann nicht alles haben. Bis zum nächsten Mal. Schreibt uns in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und schickt uns mal Bilder zu von euren Wohnmobilausbauten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We are the Farmers.